Liebe Lesende, an dieser Stelle werde ich euch zukünftig immer über Bücher erzählen, die ich gerade lese. Ich lese nämlich eigentlich relativ viel, schon eigentlich seitdem ich lesen kann, seit der ersten Klasse. Und ich lese ganz verschiedene Dinge über Krimis, Klassiker, Biografien, was mir echt gerade so in die Finger kommt. Und mein aktuelles Leseprojekt war jetzt von der Marlin Haushofer, ein Kurzgeschichtenband mit dem Namen Begegnung mit dem Fremden. Die Marlin Haushofer ist eigentlich bekannt für ihre Romane, also vor allem Die Wand ist ja sehr bekannt, wurde auch verfilmt und vor kurzem auch verfilmt wurde Wir töten Stella. Das sind eigentlich ihre zwei bekanntesten Bücher, die ich auch beide gelesen habe und sehr gern gemocht habe. Die haben mir sehr gut gefallen und deswegen hatte ich jetzt auch Lust, mal ihre Kurzgeschichten zu lesen, die eher frühe Werke sind, die so in den 40er Jahren entstanden sind. Und die Marlin Haushofer ist eine österreichische Autorin. Sie hat gelebt zwischen 1920 und 1970. Und viele ihrer Bücher, unter anderem auch dieser Kurzgeschichtenband, wurden erst nach ihrem Tod veröffentlicht. Der Kurzgeschichtenband Begegnung mit dem Fremden wurde 1985 veröffentlicht. Ich habe jetzt eine Ausgabe gehabt vom DTV Verlag. Und das liegt daran, dass viele Dinge auch posthum von ihr veröffentlicht worden sind. Weil die Frauenbewegung hat sie für sich entdeckt und fand ihre Themen feministisch recht ansprechend. Ich persönlich muss jetzt sagen, ich finde, dass das Buch eigentlich durchaus für eine große Zahl an Lesern geeignet ist und jetzt nicht nur aus einem feministischen Blickwinkel zu betrachten ist. Mir hat auch dieses Kurzgeschichtenbuch sehr gut gefallen. Das besteht aus 27 Kurzgeschichten auf 153 Seiten. Es war sehr kurzweilig. Viele Geschichten handeln von der Kindheit, in den späteren Geschichten geht es dann auch immer mehr ins Erwachsenenalter. Es geht um Alltagssituationen, die viele von uns kennen, in denen man sich auch oft wiederfindet, ging mir zumindest so. Natürlich merkt man trotzdem, dass die Bücher inzwischen dann doch schon fast 80 Jahre alt sind oder die Werke zumindest fast 80 Jahre alt sind und dass die Themen auch den Zeitgeist von damals natürlich auch widerspiegeln, aber vieles ist nach wie vor aktuell und kann ich euch sehr gut empfehlen. Also das ist sowohl eigentlich für Menschen, die viel lesen und gerne lesen, als auch für welche, die jetzt eher kurzweilige Literatur mögen oder nicht so oft lesen, weil es eben auch sehr einfach zu lesen eigentlich ist und dennoch eine gute Sprache hat, tollen Erzählfluss, super Charaktere, auch auf wenigen Seiten wird einem ist doch sehr nahe gebracht, sowohl von der Handlung als auch von den Personen her. Also kann ich sehr gut empfehlen, wie gesagt. Und nun zu meinen neuen Leseprojekten. Ich werde mich jetzt zwei Büchern gleichzeitig widmen. Das mache ich nämlich immer so, wenn ich ein fremdsprachiges Buch lese. Und zwar lese ich jetzt hier als nächstes Le Désert de l'amour von François Mauriac, einem Literatur-Nobelpreisträger. Das Buch wurde mir ausgeliehen und ich lese auch ganz gern mal auf Französisch. Habe aber da schon ziemlich meine Schwierigkeiten auch und muss sehr viel nachschlagen und deswegen kann ich das Buch mit seinen 250 Seiten auch nicht auf einmal durchlesen und unterteile es mir jetzt so in 60 Seitenhäppchen in etwa und lese dann zwischenrein noch von der Hanni Münzer Honigtod. Das war ein geschenktes Buch und das ist sehr flüssig zu lesen, denke ich, und deswegen eine gute Abwechslung zu dem französischen Buch. Ja, von diesen Büchern werdet ihr demnächst zu hören bekommen, wenn ich fertig bin mit Lesen. Dann bleibt mir nur noch euch viel Spaß zu wünschen, viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.